Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wie wir sehen, wir sind in VR, wir sind in einer Küche. Das macht das Ganze so sinnig und stimmig, denn das Ganze heißt Kitchen. Und es ist nicht irgendeine Kitchen, es ist die Kitchen, die wir aus Resident Evil 7 kennen. Das war nur, als letztendlich diese VR-Demo rausgekommen ist, noch gar nicht klar, dass das letztendlich von einem neuen Resident Evil-Spiel ist. Es sieht sehr komisch aus und ich bin mir sehr, sehr sicher, es kommt bei weitem nicht so rüber, wenn man es nicht in VR erlebt. Ist so. Weil man scheißt sich schon echt ein. Es ist natürlich hier und da ein bisschen pixelig, absolut. Aber ich sag mal, wenn ich so an mir runter gucke, ich bin auf jeden Fall der Typ und ich bin extrem dünn. Das ist erfreulich. Auch das kann ja ein VR-Erlebnis sein. Ein bisschen Angst habe ich letztendlich dann schon. Ich bin eben auch schon ein paar Mal gegen mein Mikrofon gekommen. Das kann natürlich jetzt auch passieren, das tut mir leid. aber nichtsdestotrotz... Was habe ich denn für dreckige Arme? Bin ich 5? Na egal. Wir fangen jetzt einfach mal an, Spiel starten. Okay, da komme ich schon gegen das Mikro. Mikro mache ich ein bisschen weiter weg. Okay, macht glaube ich jeder. Geht's los? Oh, warte mal, ich muss hier gegenhauen. Ich hau gleich bestimmt das Mikro um. Na los. Los. Oh, jetzt geht's los. Tja, das wüsste ich auch gerne, mein Freund. We are in a kitchen. Oh, hier, mach weg. Mach weg. Hallo. Mach. Keep still. Ja, ich halte ja still. Okay, das hat nicht so richtig funktioniert. We gotta get the hell out of here. Da kommt einer. Da kommt einer. Nein. Ich lieb dich doch. Tu mir nichts. Ich lieb dich doch. Guck mir nicht an. Geh weg. Nein. Jawohl. Hilfe. Hilfe. Hallo? Komm zurück! Wenn ich nervös bin, muss ich immer das machen. Was passiert hier? Das sind meine Schultern. Hilfe! Ich will mich hier umdrehen. Um. Da! Ich kann gar nicht sagen. Alter! Alter! Nein! Danke fürs Spielen! Der Albtraum hat gerade erst begonnen. Alter Schwede.
Boah. Hui. Da geht's noch weiter. It's black. Okay. Ich könnte es jetzt wieder von vorne spielen, wie es aussieht. Also, ich muss sagen, das war echt creepy. Es war sehr kurz, aber dafür war es unglaublich creepy. Und wie gesagt, es ist so unangenehm, vor allen Dingen, wenn der Typ schon auf einen zukommt und einem da irgendwie so unglaublich nahe kommt. Und dann noch die alte, also das war. Okay, ich sitze auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen höher auf meinem Stuhl und ich glaube, ich muss da erstmal auf Toilette. Ja, war auf jeden Fall ein kostenloses Spiel, also wer es noch nicht kennt auf der PlayStation und der eine VR-Brille hat, ich kann es wirklich nur empfehlen, aber nur wenn ihr Horror-Spiele mögt, also nicht so wie ich. aber obwohl jetzt bin ich schon quasi ein bisschen angefixt, ob ich mir nicht doch Resident Evil hole, weil das doch ein bisschen witzig war im Nachhinein. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ich muss jetzt ganz, ganz dringend wohin. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne irgendwie einen Daumen oder irgendwas da oder auch gerne ein Abo. Ich mache ab und zu immer mal so einen Kram auf meinem Kanal, dass ich mal so ein Spiel einfach mal so raushaue. Eins, was ich normalerweise gar nicht so spielen würde unter normalen Umständen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Happening. Macht's gut. Ciao.